So, jetzt natürlich die Frage, wie verschlüsselt man, ne? Verschlüsseln ist total easy. Also, angenommen, ich habe einen geheimen Text. Einen Text, den ich verschlüsseln will. Ne? Einen Text, den ich verschlüsseln will. So. Das ist der Text T. So. Mein Klartext, kann man auch K nennen. Ne? Mein Text T, den will ich verschlüsseln. Was mache ich jetzt? Ich rechne T hoch E modulo N. Und das ist der Geheimtext. Also, Sie wollen mir eine Nachricht verschlüsseln. Ich gebe Ihnen E und N. Sie haben einen Text, den kann man in Zahlen übersetzen, nur Sie nehmen buchstabenweise, Sie nehmen mehrere Buchstaben, Sie nehmen bestimmte Textabschnitte. Das ist, lässt sich alles in Zahlen kodieren. Okay, Sie nehmen diese Zahl Ihres Texts oder aufgesplittet in mehrere Zahlen, völlig egal, und machen abschnittsweise das folgende: Zahlen nehmen hoch E modulo N. So. Das ist das Verschlüsseln. So, jetzt kriege ich Ihr G. Was mache ich? Ich mache praktisch das Gleiche, nur mit meinem D und nicht mit dem E. Also wenn ich jetzt N schlüsseln will, nehme ich den Geheimtext und rechne hoch D modulo N. Warum funktioniert das? Das müssen wir uns erstmal überlegen. Ne? Also letztlich müssen wir uns überlegen, warum kommt jetzt wieder T raus, wenn ich den verschlüsselten Text hoch D rechne? Also warum ist T hoch E hoch D modulo N wieder T? Ne? Das ist die Frage. Das kann man sich überlegen. Wie machen wir das am besten hier? So. Was ist T hoch E hoch D modulo N? Da müsste T wieder rauskommen. Was wissen wir denn? Wir wissen, E mal D ist kongruent 1 modulo Phi von N. Bedeutet ja, dass E mal D ein Vielfaches von Phi von N ist plus 1. Ja? Also es ist das gleiche wie E mal D ist gleich irgendein, keine Ahnung, R mal Phi von N plus 1. Na, ein Vielfaches von Phi von N plus 1. Das bedeutet ja, E mal D ist kongruent 1 modulo Phi von N. So, das wissen wir. Außerdem wissen wir, das Folgende mit dem Satz von Euler, dass, doch, wenn der GGT von A und M gleich 1 ist, dann folgt daraus, dass A hoch Phi von M kongruent 1 modulo M ist. Ne? So, jetzt können wir das hier alles verwenden. Also wir wissen, E mal D ist R mal Phi hoch Phi von N plus 1, weil es eben kongruent 1 modulo Phi von N ist, und wir kennen den Satz von Euler. Das brauchen wir jetzt hier. Wer kann das mal umformen? Was machen wir als erstes? T hoch E hoch D ist was? Und wir rechnen immer modulo n, ne? Auch wichtig, modulo n. Was ist t hoch e hoch d, rein algebraisch umgeformt, ohne groß modulo hin und her?
Wie sieht es mit den Potenzgesetzen aus? Ja? Richtig. T hoch E mal D. So. Wie könnten wir weitermachen? Was wissen wir denn über E mal D? Ja? T hoch? Achso, T hoch 1. Ja, jetzt muss man aufpassen. Wir dürfen jetzt hier oben nicht modulo Phi von n rechnen. Ja? Aber ja, also, eigentlich nehmen wir vielleicht lieber so eine Gleichheit, oder? E mal D ist gleich R mal Phi, genau. Das ist doch eigentlich einfach nur R mal Phi von n plus 1. Wir wissen, E mal D ist ein Vielfaches von Phi von n plus 1. Das ist konkurrent 1 modulo Phi von n. Da können wir einfach diese Gleichheit da annehmen. Ne? Was machen wir jetzt? Wir rechnen eigentlich immer noch Gleichheiten, noch nicht wirklich konkurrent modulo n. Ne? Einfach immer nur Gleichheiten. Ja? Wir könnten rein theoretisch plus 1 ich mache und plus D schreiben. Also so, genau. Ne? Wie könnten wir weitermachen? Ja? Eine Restklasse 0? Genau. Können wir es vielleicht noch so machen, dass man es tatsächlich sieht? Also noch ein Umformungsschritt. Wissen Sie, worauf ich hinaus will? Ich mache es einfach. So, genau. Ich habe bislang nur Potenzgesetze angewendet, sonst nichts. Ne? So, und jetzt habe ich hier stehen t hoch phi von n. Und t hoch phi von n ist konkurrent 1 modulo n. Unter einer bestimmten Bedingung, damit befassen wir uns gleich, gehen wir mal davon aus, dieses t ist teilerfremd zu dem n. Ja, dann dürfen wir den Satz von Euler anwenden. Das ist also konkurrent 1 hoch r mal t und das ist konkurrent t modulo n. Nochmal, wenn Sie hoch d rechnen, t hoch e hoch d, dasselbe wie t hoch e mal d. E mal d haben wir festgestellt, weil e mal d konkurrent 1 modulo phi von n ist, ist e mal d irgendwie ein Vielfaches von phi von n plus 1. So, dann kann ich das aufsplitten in das plus 1 zum mal t machen. Dann wende ich hier wieder Potenzgesetze an, dann steht hier t hoch phi von n hoch r. Und t hoch phi von n ist konkurrent 1 modulo n. Unter der Voraussetzung, dass t und n teilerfremd sind, Satz von Euler. So, damit befassen wir uns gleich, warum das so ist. Und 1 hoch r mal t, naja gut, das ist gleich t modulo n. Also wenn ich t hoch e nehme und dann nochmal hoch d, kommt wieder t raus. Das macht Ver- und Entschlüsseln. Ne? So, warum ist t teilerfremd zu n? Das müssen wir noch klären, ansonsten dürfen wir den Satz von Euler hier nicht verwenden. Naja, die Begründung ist die folgende. N ist das Produkt zweier ziemlich großer Primzahlen. Ne? Wenn Sie die Zahlen, die Sie verschlüsseln, prinzipiell kleiner wählen als diese Primzahlen, dann kann man sich ja darauf einigen, dass man eine bestimmte Länge von Zahlen nur zulässt zum Verschlüsseln. Wenn also die t's kleiner sind als die beiden Primzahlen, dann sind diese t's teilerfremd zu n. Ne? Geht gar nicht anders.
n ist ja nur durch p und q teilbar. N ist das Produkt zweier Primzahlen, p und q. Und wenn alle t's, die ich verschlüssel, kleiner sind als p und kleiner sind als q, müssen die Teiler fremd sein zu n. So. Okay, funktioniert. Gibt es an dieser Stelle noch Fragen? Ja. Ein Punkt verstehe ich noch nicht, und zwar, warum Pi von n kommt nur in 1, wenn du n bist? Ja. Gut, gute Frage, ja, genau. Wichtiger Punkt, warum ist T hoch Phi von n kongruent 1 modulo n? Wir wissen, T und n sind teilerfremd. Das habe ich gerade begründet. Genau, T und n sind teilerfremd. Dann darf ich den Satz von Euler anwenden. Das heißt, wenn T und n teilerfremd sind, dann ist T hoch Phi von n kongruent 1 modulo n. Das ist der Satz von Euler. A hoch Phi von m ist kongruent 1 modulo m. Wenn A und M teilerfremd sind. Satz von Euler angewendet. Ja. So funktioniert Verschlüsseln im Internet. Ja? Zahlentheorie pur. Hätte man auch nicht gedacht früher, dass Zahlentheorie zu was Nütze ist? Ja? Wozu um alles in der Welt braucht man eigentlich Primzahlen? Genau dazu. Und es funktioniert ziemlich gut, weil bislang noch niemand irgendwie ein Problem oder ein Verfahren gefunden hat, um aus dem öffentlichen Schlüssel den geheimen zu entwickeln. Ne? Also aus E und N das D zu bestimmen, ist nicht möglich. Dazu brauchen Sie entweder P und Q, die kriegen Sie nicht raus, weil Sie N faktorisieren müssten, oder Sie müssten Phi von N rauskriegen und das kriegen Sie auch nicht einfach raus. Ist alles verdammt schwer und zurzeit bombensicher. So. Gut, ne? Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten machen wir es jetzt gleich mal ein Beispiel durch. Ja? Mit Tan? Das ist eine gute Frage. Also, ich möchte jetzt aus der Hüfte schießen, eigentlich nicht, nee. Der Verschlüsselungsweg beim Online-Banking funktioniert über solche Verfahren. Die TAN ist ja nur sozusagen eine Nummer, die eigentlich nur Sie wissen dürften. Und die Bank weiß, die Sie sozusagen anhand zum Beispiel einer TAN-Liste oder Chip-TAN oder ähnliches ermitteln. Hat, meine ich, nichts direkt mit Verschlüsselung zu tun. Bin ich aber nicht sicher. Müssen wir mal nachgucken. Im Internet. TAN ist ja sozusagen noch eine zusätzliche Sicherheit. Machen wir ein Beispiel. Machen wir ein einfaches Beispiel, oder? Wir nehmen jetzt keine zwei hundertstelligen Zahlen oder so, ja, sondern wir nehmen mal einfache Zahlenbeispiele.